Aber gut. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wer Edgar ist. Edgar Wallace. Nett. Gedämpftes Flüstern. Oh, okay. Das Atom, das Torpedo rühren. Wenn dann sind auf jeden Fall ganz schön fette Torpedos. Ja. So Typ. Fanatiker Thiel. Kann ich was für dich tun? Reden. Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie. Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lange, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden, aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Oh. Wieso hat sich Gwyneth von Atom abgewandt? Ich kann dir nur sagen, was ich gesehen habe. Sie hat im Stillen gebetet, als sie plötzlich aufsprang und rief, dass Atom eine Lüge sei. Natürlich ist das eine Lüge. Als sie zur Rede stellte, schlug sie ihn so fest, dass er zu Boden ging. Als ihr klar wurde, was sie getan hatte, flüchtete sie. Tektis wollte, dass sie jemand verfolgt, ein Exempel an ihr statuiert. Aber er hatte das nicht zu entscheiden. Beichtvater Martin wollte, dass wir abwarten. Wir hofften auf ihre Rückkehr. Aber sie kam nie zurück und wir hielten sie für tot. Das war das Ende von Gwyneth. Dachten wir zumindest. Einer der Messdiener hat sie bei einer heiligen Stätte gesehen. Aber sie konnte im Nebel entkommen. Kurz darauf tauchten die blasphemischen Nachrichten auf. Und wir wussten, dass sie das gewesen sein musste. Wieso ignoriert ihr sie nicht einfach? Ist Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Nein, das geht nicht. Atoms Wille ist hier eindeutig. Natürlich. Ketzerei darf nicht toleriert werden. Ich weiß, dass du mit Gwyneth befreundet warst. Kann es sein, dass du absichtlich versagt hast? Ich würde mich nie Atoms Willen widersetzen. Mein Glaube ist mein Leben und meine Hingabe zu Atom ist vollkommen. Trotz deiner Beleidigungen ist es meine Pflicht, dir bei dieser Sache zu helfen, also tue ich es. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe. Ja, alles klar. Ehrlich gesagt will ich die nicht umbringen oder so, sondern eigentlich eher... Ich bin ja... Ist ja klar, dass die alle ein bisschen bescheuert. Nee, die Strahlung hier ist auch mörderisch. Truhenschlüssel. Edgars und Arbrets Truhen. Müsste das nicht theoretisch irgendwie umkippen? Oder zumindest an die Wand schlagen, weil da ist ja kein Wasser mehr. Das Ding steht ja im Prinzip hier im Dock. Fahaba hat das letzte Mal gegen die Kinder des Atoms gesündigt. Ja, bla bla bla. Nö. Lies Arberts Notiz. Natürlich. Ah, mit Arbert. Der Großvater sagt, dass es ein Unfall war. Du bist allein losgegangen und er konnte nicht rechtzeitig bei dir sein, konnte dich nicht zurückholen. Er lügt. Ich weiß, dass du nie so etwas leichtsinnig zuhörst. Niemand wird es zugeben, aber es war Tekt, er hat dich ermordet, weil er Angst vor Martin hat. Denn Tektis weiß, dass Martin als einzig würdig war, diese Familie zu führen. Bei Atom, ich brauche dich, Edgar. Du musst mir sagen, was ich jetzt tun soll. Was mir in den Sinn kommt, ist keine gute Idee, ich weiß, aber... Albert. Bricht dir den hohen Beispiel deinem Fund auf deine Stelle, Schwester? Ne, ich rede mit der. Ich gehe doch nicht zu diesem Psycho da und sage, ey, hier, die ist ganz schön... durch den Wind.
rede natürlich mit der. Hast mich mit deinen dummen Fragen auflaufen lassen. Mr. Aubert, ich habe die Notiz von dir gefunden. Über den hohen Beichtvater. Sowas kann dich in große Schwierigkeiten bringen. Meine Notiz? Meine Notiz. Hör zu, ich war verrückt. Der hohe Beichtvater ist ein guter Mann. Ich würde nie... Bitte gib sie mir, dann vernichte ich sie. Wir könnten so tun, als wäre das nie passiert. Bitte. Keine Sorge. Ich werde sagen, dass alles in Ordnung ist. Hier, nimm das und zerstöre sie. Oh, Atom sei gepriesen. Danke. Wenn du ihm Bericht erstattest, sag ihm, dass ich loyal bin, ja? Bitte. Natürlich. Ha. Ich wusste, wir können uns entscheiden, ob wir diesen psychosen Doktor oben. Das ist ein Zimmer. Du Lutscher. Ja, was gibt es denn, mein Kind? Ich muss mit dir über Schwester Aubert sprechen. Ja, sag mir, was hast du herausgefunden? Ich habe sie überprüft, aber es scheint, als wäre Schwester Aubert loyal. Du musst dir keine Sorgen machen. Wirklich? Ich bin überrascht. Nun, du hast dennoch eine große Last von meinen Schultern genommen. Hier, für deine... Ja. Kapuze des Inquisitors, natürlich. Die Intelligenz des Trägers übersteigt bei höheren Red-Werten. Alter. Tja, easy. Hexenjagd. Was mal beschlossen. Der Nukleus. So, jetzt gehen wir aber raus aus der Bude hier. Schlimmer, ich kann in Boldenmast nicht sagen, ob es Tag oder Nacht ist, weil ich im Pip-Boy nie auf die Uhrzeit gucke. Es ist halt da. Wo steht denn das überhaupt? Na hier. 11.18 Uhr, natürlich. Wieso auch AM? Natürlich wäre mitten in der Nacht. So, jetzt gehe ich erstmal raus. Vor allem, wieso das Ding eigentlich... Ja, natürlich nicht. Die Insel. Wenn du Jet to the nimmst, tauchst du in einen veränderten Booster-Zustand ein, in dem die Zeit anscheinend langsamer läuft, sodass du vorübergehend mehr Aktionen durchführen kannst als normal. Natürlich. Bewusstseinsverändernde Chemikalien. Oder Drogen in dem Sinne. Läuft bei denen. Halbautomatische Repetierwaffen feuern bei jedem Betätigen des Abzugs einen Schuss ab. Halbautomatische Repetierwaffen. Müsste das nicht eigentlich aktualisiert werden? Weil jetzt haben wir ja auch noch andere. Ich habe übrigens überlegt, ob ich. Okay. Ob ich diesen. Wie heißt denn das? Dieses Red. Ne, nicht Red. Heißt das Red Gewehr? Ne. Doch, oder? Na, dieses komische Gewehr, ob ich das mal pimpe, dass das eine Feuerautomatik wird. Okay, so lädt das so lange. Waffen mit langem Lauf verfügen über eine erhöhte Präzision beim Zielen. Sind jedoch bei Schüssen aus der Hüfte weniger treffgenau, wirklich. Der Chemietisch, ja, der sieht auch richtig mega aus. Vor allem diese sehr vertrauenserweckende, blutverschmierte Gedingensens da drauf. Speziell aus einem abgetrennten Stück einer Todeskralle gefertigt, ermöglicht der Todeskrallenhandschuh seinem Träger Gegner mit brutalen Hieben massiven Schaden zuzufügen. Ja. Gewehre sind für gewöhnlich lang, von durchschnittlicher Größe und erfordern zwei Hände zum Abfeuern. Wie lange lädt das denn? Ist ja unnormal. 50 Jahre nicht draußen gewesen, weißt du? Atom sei mit dir. Natürlich. Vor allem kommst du raus, direkt durch so einen Kackstrahlungsstrom. Keine Hobbys, ey. Ketzer. Wir sollen jetzt zu den Quellen gucken. Aha. Kann ich eigentlich so einfach warten oder muss ich jetzt wieder warten, bis es hell wird? Übrigens so 64 Schuss sehe ich gerade. Das
Finde ich nicht so geil. Okay. Das sieht aber schon mega aus, das muss man ja mal sagen. Aber witzigerweise steigt da meine Strombelastung gar nicht mehr. Natürlich, was ich gehe natürlich an der tiefsten Stelle rüber. Wie das so durchscheint hier, das sieht schon richtig mega aus. Radiation. Schauen wir mal, ob die hier oben ist, die alte. Oder Plakat haben. Was ist das? Eine Art Schild oder Banner? Sieht aus, als würden einige Teile fehlen. Aha. Da können wir ja. Achso, klar. Da können wir wahrscheinlich mit den Resten. Davon herausfinden, wo die sich befindet. Irgendwo muss ja die Teile her haben. Was soll ich meinen? Ausrott des Todes. Munition, Kohlkorken. Was du auch findest, wir teilen. Absolut, Kate, absolut. Bucket Dock Station, Harbor Route 237 East, follow to Kenneth Ridge Road, Tremont, Maine. Take Dirt Road, left of Forkalf Mine, if it's on left. Bucket Dock Station? Sie muss auf einem Lagerplatz sein. Wenigstens ist die Richtung klar. Ja. Bucket Dock Station. Ich suche den Campingplatz, Bucket Dock Station. Wenn ich jetzt einmal umgedreht, ne? Ja. Beim ketzerische Nachrichten, weißt du? Was ist das hier, das Außenlager oder was? Die muss sich zumindest etwas gut ausgekannt haben, damit sie weiß, wo sie unterschlüpfen kann. Hä? Da. Fallen auf jeden Fall Schüsse. Klingt gut. Wollen die Suchsteinwerfer anmachen? Ach, die haben ja diese Gamma-Dinger, deswegen klingt das immer so brutal. Hier waren wir schon mal, oder? Radio-Miverse, so heißt das. Zum Teufel!
Waffel war das? Okay. Ich würde eigentlich gerade gucken, ob hier irgendwelche Notizen sind oder so.